kooperative Schulprojekt Sagt uns, was wir tun sollen, mit der Schulklasse Andreas Brause des Borg Bad Hofgastein, wurde gefördert von Kulturkontakt Austria und dem Kulturland Salzburg. In der Projektentwicklungsphase machte sich Andreas Brause auf die Suche nach einem Kooperationspartner vor Ort, der den Ausstellungsraum zur Verfügung stellen würde. Okay, also das ursprüngliche Malprojekt ist vorgestellt worden auf der Suche nach Räumlichkeiten und der Tourismusverband hat uns den sogenannten Wiener Saal angeboten, ein ehemaliger Speisesaal in einem ehemaligen Fünf-Sterne-Hotel, das in der Zwischenzeit aufgelassen ist. Wir haben dann das Konzept verändern müssen. Erstens einmal, weil die Altersstufe der Klasse dem ursprünglichen Konzept nicht wirklich entsprochen hat. Und die neue Idee, das neue Konzept ist eigentlich von den Schülern kreiert worden in einer Art Brainstorming. Und nachdem es ja von vornherein um die Lebenswelt von Jugendlichen oder um die Umgebung, Landschaft von Jugendlichen gehen sollte, war ihnen es ein Anliegen, den Ort, in dem sie leben, nämlich Bad Gastein, die Probleme dieses Ortes zu thematisieren. Und nachdem es ja da Immobilienprobleme, sage ich jetzt einmal, gibt, war das sehr naheliegend. Aufgrund der Entwicklung des Projekts mit den Schülern der siebten Schulstufe, die völlig andere Voraussetzungen und Themen fanden, sprang uns dann der Kooperationspartner ab, weil ihm das Projekt und das Thema selber zu kritisch war. Es ist so eine Art Revolte oder Revolutionsstimmung entstanden unter den Schülern und das hat eigentlich das Ganze angetrieben. Ich bin da angesprungen, da wo wir eben in diesem Wiener Saal waren, wo wir eben dann abgewiesen worden sind. Also das war es irgendwie sehr, sehr, meiner Meinung nach, feig erschienen ist, weil eben der das nicht direkt gesagt hat, wir dürfen da nicht mehr reinkommen, sondern erst nachher uns sozusagen verpetzt hat bei seiner Chefin, bei dem Tourismusbüro. Und das hat mich angeregt, eben die Leute genau zu sagen, also bewusst machen, was könnte man besser machen und uns hinter dem verstecken, was eben nicht gut ist. Wenn es nur ums Geld und um die Wirtschaft dann geht. Den schwankenden Motivationen der Schüler begegnete ich mit großer Gelassenheit und forderte sie eigentlich immer wieder nur auf, den eigentlichen Motivationen hinterher zu forschen und sich auch auf eine gewisse Motivationsblockade einzulassen und einfach reinzuhören, was denn wirklich das echte Interesse, also wo die eigentlichen Interessen liegen.
so quasi, für was machen wir das, was soll das Ganze, und jetzt haben wir schon so viel gearbeitet und alles umsonst, das wird nichts, das Ganze. Und das waren eigentlich die Schwierigkeiten, die das ganze Projekt immer begleitet haben, und dank dem Herrn Steinacher ist daraus eine Tugend entwickelt worden, aus diesen Problemen. Und daraus haben wir eigentlich die ganzen Ideen und die ganze Kraft haben wir daraus geschöpft. Und das war eigentlich der fruchtbarste Moment, glaube ich. Ja, durch das eben, dass so viele unterschiedliche Charaktere eben sind, sind eben viele von den Charakteren aufeinander gekracht. Oft eben, aber im Endeffekt, also auch wenn es so unterschiedlich war, haben wir dann gemeinsam ein Ziel erarbeitet, und das, glaube ich, zählt für mich, dass zum Schluss alle an einem Strang ziehen und dann alle zusammenhalten, dass das funktioniert.